Hallo, ich bin Florian Kügel und zeige Ihnen jetzt, wie Sie ein Mainboard einbauen. Und außerdem brauchen Sie dazu eine Mainboardblende, einen Filzstift, Insertstifte, einen Schraubenzieher und die dazugehörigen Schrauben sowie sonstiges Mainboard-Zubehör wie diese USB-Blende. Als erstes bauen wir die alte Mainboardblende aus dem Gehäuse raus, indem wir sie mit einem Schraubenzieher aus dem Gehäuse hebeln. Jetzt setzen wir die Blende Ihres neuen Mainboards ein und achten dabei auf die richtige Ausrichtung. Zum Schluss arretieren wir sie mit einem festen Druck. Die PS2-Ports auf der rechten Seite biegen wir so zurecht, dass sie später nicht mehr mit dem Mainboard kollidieren. Jetzt legen wir das Board ins Gehäuse und richten es so aus, dass wir durch die Bohrlöcher in der Platine die Löcher im Gehäuse sehen können. Benutzen Sie einen Filzstift, um die Löcher im Mainboard auf dem Gehäuse anzuzeichnen. Hardware-Profis wie wir schaffen das übrigens in Rekordzeit. Sobald alle Löcher angezeichnet sind, nehmen wir die Platine wieder heraus. Der Sinn der Aktion, jetzt sind alle Löcher im Gehäuse, in die Inserts gehören, farbig markiert. Schrauben Sie also die Abstandshalter in alle angezeichneten Löcher. Beginnen Sie das Festschrauben direkt an den Anschlüssen, um den Druck der Mainboardblende abzufangen. Benutzen Sie zum Festschrauben unbedingt einen magnetischen Schraubenzieher, ansonsten purzeln Ihnen die ganze Zeit Schrauben durchs Gehäuse. Wie die Gehäusestecker, etwa Schalter oder Lichter, angeschlossen werden, ist von Mainboard zu Mainboard verschieden. Genaue Informationen dazu finden Sie im Handbuch. Sonstiges Zubehör wie diese USB-Blende setzen Sie in einen freien Gehäuseslot ein und schrauben Sie anschließend fest. Die beiden Stecker kommen in die gleichfarbigen Anschlüsse. Zu guter Letzt versorgen wir das Mainboard mit Strom. Dazu nehmen wir den dicken Stecker vom Netzteil und schließen ihn am transparenten, zugehörigen Anschluss am Mainboard an. Als letztes kommt der 12-Volt-Anschluss, der genauso angeschlossen wird. So, Ihr neues Mainboard ist jetzt betriebsbereit.